braucht es im Rekrutierungsprozess der Lernenden ein neues Instrument. Mein heutiger Gast ist Patricia Manduca. Sie ist Ausbildungsverantwortliche beim Schweizer Handelsunternehmen und Lehrbetrieb Pestalozzi. Und ich bin Marc Purcet von justi.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Patricia, schön bist du da. Hoi Marc, schön darf ich da sein. Bevor wir zum Thema kommen, Patricia, kannst du mir noch sagen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin Ausbildungsverantwortliche in der Gruppe Pestalozzi und habe selber die Lehre da gemacht in der Pestalozzi vor ganz vielen Jahren. Ich bin vor 6 Jahren zurückgekommen als Ausbildungsverantwortliche und mein Hauptbereich ist Ansprechpersonen für die verschiedenen Anspruchsgruppen, die halt in der Berufsbildung tätig sind und alle Bereiche, die wir eine Lehre anbieten, auch zu unterstützen und zu begleiten. Das heisst, wir haben KV-Lernende, wir haben IT-Lernende, Logistik und Strassentransport. Ich bin selber Berufsbildnerin im KV, weil ich von diesem Bereich komme. Und bei den anderen Bereichen habe ich noch Berufsbildner als Fachpersonen zwischendurch, die dann die Lernenden begleiten. Und zusätzlich bin ich noch UK-Leiterin und Prüfungsexpertin. Und das rundet so quasi auch ein bisschen mein Profil ab, um die Lernenden möglichst gut können zu begleiten und zu unterstützen. Sehr gut. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, weil ich will heute herausfinden mit dir zusammen, ob man im Rekrutierungsprozess der Lernenden ein neues Instrument brauchen kann, ob das vor allem eine Bereicherung sein kann. Und darum schauen wir uns heute genauer Target an. Zuerst einmal, was ist Target überhaupt? Target ist ein innovatives Rekrutierungsinstrument, basierend auf dem Escape Room-Prinzip. Die Jugendlichen lösen verschiedene Rätsel in einer Gruppe und werden von Arbeits- und Berufspsychologen beobachtet. Zudem ist auch ein Spielleiter im Einsatz. Weil bei den Jugendlichen das Gruppenverhalten anders ist als das Verhalten während einem Bewerbungsgespräch, hat Andreas Billeter, der Gründer von Target, gemeint, ein neues interaktives Instrument im Rekrutierungsprozess wäre doch eine Bereicherung. Und Target basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Grundlage. Es soll nebst den Schulnoten, den Eignungstests und Schnupperlehren ein ergänzendes Instrument sein. Schlussendlich soll Target den Rekrutierungsprozess transparenter und attraktiver machen. Ja, Patricia, du hast Target bereits genutzt mit deinem Lehrbetrieb Pestalozzi. Und mich nimmt es natürlich sehr wunder, deine Erfahrungen heute zu hören. Das erste Mal zum Start. Wie sind ihr überhaupt oder wie ist eure Firma auf das gekommen? Also wir haben ein E-Mail bekommen, direkt von Target. Und als ich dann das gesehen habe, habe ich mich dann informiert. Habe es von Anfang an eigentlich noch recht cool gefunden. Also etwas ganz anderes, was ich nicht gekannt habe. Und habe dann das auch mit meinem Vorgesetzten angeschaut, weil ich bin eigentlich gerade von Anfang an begeistert gewesen. Und er hat dann gefunden, es ist gut, geh, probier es. Und aufgrund von dem haben wir dann das in unseren Rekrutierungsprozess hineingenommen. Ich muss vielleicht sagen, wir machen das vor allem im KV, nicht in den anderen Bereichen. Die anderen Bereiche sind immer noch sehr fest auf Schnuppertage ausgerichtet, weil man dort halt auch muss arbeiten muss. Im Strassentransport geht man 5 Tage mit, weil halt andere Kriterien sehr wichtig sind, wie auch um 5 Uhr am Morgen auf der Matte können stehen, also mobil sein und, und. Und im KV-Bereich haben wir jetzt auch mit der KV-Reform natürlich andere Voraussetzungen, die wir müssen abdecken ab nächstes Jahr. Und, also über nächstes Jahr, die Rekrutierung ist ja dann nächstes Jahr. Und da haben wir gefunden, wir wollen da andere Sachen ausprobieren, um dem näher zu kommen. Und ja, wir haben dann das E-Mail bekommen, wir haben Kontakt aufgenommen und es war dann eigentlich relativ schnell entschieden gewesen, dass wir das machen. Was war der ausschlaggebende Punkt gewesen? Also jetzt zum Beispiel in dem E-Mail oder vielleicht nachher im Gespräch, wo wir Kontakt aufgenommen haben? Was mir gefallen hat, ist der Fun-Aspekt. Also einerseits für die Bewerberinnen, dass sie zu uns kommen und wirklich auch etwas erleben. Also es ist sehr erlebnisorientiert. Und für uns natürlich hat mir sehr gut gefallen, die Informationen von Andreas, dass die Bewerber dann wirklich so sind, wie sie sind. Dass sie in den Spielmodus hineinkommen und in dem Spielmodus vergessen sie eigentlich alles, was rundherum ist. Und dass man dann auch sieht, wie sind sie im Team, obwohl sie sich ja gar nicht kennen. Und
wie gehen Sie um mit vielleicht Herausforderungen, wenn eben mal ein Rätsel nicht klappt? Also wie gehen Sie denn um? Sind Sie vielleicht am Anfang sehr aktiv und plötzlich nehmen Sie eine passive Rolle ein? Also sobald Sie vor Herausforderungen stehen, krebsen Sie wieder zurück. Also es sind wirklich verschiedene Aspekte, die mir gefallen haben. Und vor allem eben wirklich zu sehen, wie jemand ist. Du hast gesagt Spielmodus. Jetzt bin ich einmal in meinem Leben auch mal in einem Escape Room gewesen, in einem normalen. Aber kannst du mir vielleicht auch ein bisschen oder auch dem Hörer, der Hörerin ein Bild geben, wie ist das genau abgelaufen oder wie hat das ausgesehen, wo du das beobachtet hast? Also es ist ja so, dass wir den mobilen Escape Room gewählt haben. Das heisst, sie sind vor Ort gewesen. Wir haben ein Sitzungszimmer zur Verfügung gestellt und sie haben dann das alles aufgebaut, so mit Rollos. Haben dann aber auch Möbel drin gehabt. Es hat wirklich, ich konnte mir das selber auch noch nicht vorstellen am Anfang. Das sind wir haben zwei Gruppen gemacht von 2 bis 4 Leuten. Wir haben dann krankheitshalber haben dann noch Bewerber abgesagt gehabt. Und als sie dann gekommen sind, haben wir sie informiert. Also sie haben dann eigentlich den Lead übernommen, die Mitarbeiter von Target, und haben sie informiert, wie das abläuft. Und dann sind wir relativ schnell gestartet ins Spiel innen. Und es ist eigentlich relativ gut gegangen. Sie sind relativ schnell in den Spielmodus reingekommen. Am Anfang habe ich mich noch gefragt, fühlen Sie sich dann beobachtet oder wie gehen Sie um? Wir waren doch 4 Leute außenrum, die beobachtet haben. Aber sie sind da relativ schnell eingetaucht, haben dann durch den Zeitdruck, der natürlich auch generiert worden ist, und durch das, dass sie wirklich halt haben wollen, die Rätsel lösen, haben sie uns eigentlich komplett vergessen. Und das war auch das Feedback von ihnen. Und es ist einfach der Spielmodus. Also einfach, sie sind in das Spiel hineingekommen und sie haben wirklich Freude gehabt. Sie sind auch in einer Gruppe, die Jugendlichen, zusammengesteckt worden und haben dann das Ziel gehabt, verschiedene Rätsel zu lösen, oder? Genau. Also sie sind, wir haben zwei Gruppen gemacht. Bewusst haben wir die eine Gruppe gewählt, wo wir ungefähr, also so Gruppierungen gemacht, die wir zusammen sehen. Also auch was für uns als Hilfe, ob sie wirklich auch miteinander können, zusammenarbeiten können. Also ein bisschen verschiedene Charaktere. Genau, wir haben verschiedene Charaktere genommen. Ich muss vielleicht sagen, im KV, wir nehmen 3 Lernende pro Jahr. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn ich so einen Mix habe zwischen der Leader oder der Leaderin, einem Stratege oder Strategin und einem Umsetzer oder einer Umsetzerin. Weiblich oder männlich spielt überhaupt keinen Ruggel. Aber dass ich so die 3 verschiedenen Rollen abdeckt habe, weil sie arbeiten sehr viel miteinander in dieser Lehre bei uns. Sie machen da verschiedene Projekte mit. Und darum ist es eigentlich gut, wenn man verschiedene Charaktere dann auch zusammenbringt, die dann sich ein bisschen ergänzen gegenseitig. Du hast das Ganze ein bisschen beobachtet von außen, nehme ich an. Ist das ein Vertrauensumfeld für die Jugendlichen oder sind sie am Anfang ein bisschen verwirrt gewesen? Jetzt bin ich da in einem Raum, ich sehe irgendeinen Schatz drin, oder ist es gewesen? Oder wie hast du das wahrgenommen? Gut, ich muss sagen, wir haben ja vorgängige Woche vorher haben wir ein Schnupper-Event gemacht. Die Idee habe ich vom Kaufmännischen Verband, von einem Informationsanlass, wo jemand referiert hat und das auch gebracht hat, dass man wirklich auch beim Schnuppern soll mehr Erlebnisse reinbringen. Also haben wir das so aufgebaut mit den 3. Lehrjahr Lernenden, dass sie den Handelsbetrieb sollen erleben, den Handelsprozess sollen erleben. Und am Ende haben wir sie dann schon informiert, dass ein Teil von ihnen dann an den Escape Room teilnehmen wird und dass es, wie es ungefähr abläuft. Also sie sind schon ein bisschen informiert gewesen, wie der Ablauf ist. Sie sind nicht einfach dorthin gekommen und sind ahnungslos gewesen in dem Sinn. Von dem her sind sie sehr gefasst gewesen und sie haben sich gefreut. Sie haben gesagt, sie sind sehr neugierig. Ich habe ihnen aber auch gleich, also auch gesagt, dass wir keine Ahnung haben, wie das kommen wird, weil das ist für uns auch total eine neue Erfahrung, die wir machen. Also da sind wir sehr offen und ehrlich. Wir dürfen da nichts vorspielen. Und sie haben dann darum auch sehr schöne Feedbacks gegeben am Schluss. Und die Rätsel, sind die schwierig gewesen zum Lösen? Hast du das ein bisschen beobachten oder ist das recht easy gewesen für gewisse Jugendliche? Ich habe es jetzt nicht so easy gefunden. Ich habe natürlich immer die Lösungen vor mir gehabt, von dem war es ein bisschen einfacher gewesen. Aber die Jugendlichen haben zurückgemeldet, dass es vom Schwierigkeitsgrad okay war. Wir haben ihnen bei beiden Gruppen, wir haben 2 Gruppen gemacht, haben wir, glaube ich, noch ca. 5 Minuten länger Zeit gegeben, damit sie es dann wirklich auch fertig machen können und der Erfolgsfaktor auch vorhanden war. Und während dieser ganzen Zeit hast nicht nur du die Jugendlichen beobachtet, sondern es waren ja noch weitere Personen dann rundherum gewesen. Genau, von der Target war Andreas Bileter dabei gewesen, der das Ganze ja organisiert. Dann der das ganze Projekt überhaupt erstellt hat, die ganze Geschichte. Und dann war noch ein Arbeitspsychologe dabei gewesen. Er hat bei der ersten Gruppe hat er erwähnt, dass er ein Arbeitspsychologe war. Und das hat dann ein bisschen geschockte Gesichter gegeben, weil das, ich denke, rein psychologisch ist das wahrscheinlich dann für die Schüler auch ein bisschen komisch gewesen. Und bei der zweiten Gruppe hat es dann nicht mehr erwähnt und das ist dann viel lockerer gewesen. Aber ich muss sagen,
sie sind so easy drauf gewesen. Die Bewerber haben dann da wirklich das angenommen und haben sich eigentlich wirklich gefreut auf den Escape Room. Sicher für viele auch ein cooles Erlebnis gewesen, eben mal in einem Bewerbungsprozess so etwas zu machen, was sonst eher vielleicht so voll in der Freizeit ist. Hat es sonst aber noch Sachen gegeben, die dir speziell aufgefallen sind oder vielleicht auch mal lustig sind von außen? Also lustig war, sie hatten eine grosse Truhe, die sie aufmachen mussten. Das war ziemlich lang, bis sie mal einen Weg gefunden haben, um sie zu öffnen. Für sie war das quasi die Lösung, die Truhe zu öffnen. Und als sie aber die Truhe geöffnet haben, haben sie gemerkt, dass es noch ganz viele kleine drin hatte. Und das ist dann so am Anfang ein bisschen, oh nein, jetzt hat es da noch mehr. Aber sie sind dann wieder voll an und haben alles wieder auseinandergenommen. Und das war dann wirklich lässig. Aber die Gesichter waren noch lustig zu sehen. Dann. Und hat sie gesehen, sie kennen sich nicht. Entsprechend sind sie mit Leuten zusammengekommen, die sie nicht gewusst haben, wie sie funktionieren, wie sie sind. Und wir hatten zwei Gruppen und die sind komplett anders an die ganzen Aufgaben angegangen. Das war wirklich noch spannend, zum Zuschauen, ja, wie sich so eine Gruppe zusammentut und wie sie vorgehen und dass jeder komplett anders ist. Sehr gut. Ich kann mir jetzt das Ganze ein bisschen mehr vorstellen, ein bisschen bildlich. Was mich jetzt auch Wunder nimmt natürlich, ist, welche Rolle spielt Target in deinem Rekrutierungsprozess? Und vielleicht kannst du mir zuerst, du hast jetzt vorhin schon ein Schnupper-Event erwähnt, das ihr vorher gemacht habt, aber kannst du mir nochmal kurz sagen, wie dünnt ihr den ganzen Prozess gestalten? Also wir haben es dieses Jahr neu gemacht, eben auf hiesig KV-Reform. Wir haben am Anfang kommen wir natürlich sehr viele Bewerbungen über. Wir laufen ja Bewerbungen über Justi laufen lassen, über euch. Und dann machen wir eine Vorselektion. Das heisst, die Drittjahrlernenden lernen aufgrund von Kriterien, wie bei uns ist halt entscheidend, Kreuzli-Listen hindurch, das Verhalten ist für uns sehr entscheidend, die Absenzen sind entscheidend, weil das halt immer wieder ein Thema ist bei uns. Und die Noten, die dann im KV wichtig sind, das sind für uns jetzt vor allem Sprachen, außer jemanden, die das M-Profil machen, da schauen wir auch andere Fächer an. Und dann tun wir vorselektionieren, das heisst, wir laden einen Teil ein an den Schnupper-Event. Die kommen dann, sie lernen unsere Branchen ein bisschen kennen, sie haben dann wie so einen Postenlauf müssen machen mit Fragen, die sie können beantworten können, sie haben noch einen kleinen Test gegeben, sie haben noch ein Vorstellungsgespräch gehabt, das die Lernenden geführt haben. Und am Schluss haben wir auch noch präsentiert, was so unsere Lehre hergibt. Und ja, aufgrund von dem Schnupper-Event haben wir dann einen Teil eingeladen für den Escape Room. Also eigentlich zuerst die klassische Bewerbung, auch ich sage jetzt mit den eher klassischen Kriterien, dann der Schnupper-Event und dann ist Target ins Spiel gekommen, dass ich das richtig verstanden habe. Genau. Und hat jetzt Target in dem Fall auch nicht gewisse Sachen ersetzt? Also ich sage jetzt einen Multi-Check oder eine Zeugnisnote. Das ist gleich alles noch wichtig nebenbei. Wenn man natürlich Vorselektion machen muss, dann braucht man gewisse Instrumente. Also, wir haben dieses Jahr wie immer auch den Multicheck verlangt, aber wir sind nicht so hart geblieben. Wenn es jemand jetzt nicht hat und sie hat uns interessiert oder auch uns interessiert, dann haben wir ihn gleich eingeladen. Also war in dem Sinn jetzt nicht ein Skill-Kriterium. Es ist also wirklich, ich sage jetzt, ein Puzzle, so ein bisschen, alles sind verschiedene Teile, die dann eigentlich zusammensetzt sind und Target ist einfach. Ich weiß nicht, wie gross ist das Gewicht von Target jetzt in dem Ganzen? Also ich war sehr überrascht, dass Target oder eben der Escape Room uns Informationen geliefert hat in einer Stunde, wo ich nachher über die Referenz der Lehrer eingeholt habe und die haben sich ziemlich gedeckt. Also in meinen Augen sehr effizient, weil wenn man in einer Stunde jemanden kennenlernt, in so einer Art und Weise und der Lehrer bestätigt eigentlich Beobachtungen, finde ich das ein sehr effizientes Instrument. Und das hat mich sehr imponiert, dass wir das so machen können. Und entsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann ein Instrument ist, das wir weiterhin werden mit in den Rekrutierungsprozess hineintun. Ob wir andere Sachen werden setzen, kann ich nicht sagen, weil es geht ja nicht nur um die Firma, dass sie in der Firma arbeiten. Da kann man sehr auf Persönlichkeit schauen. Aber sie müssen ja auch noch die Schule bestreiten. Und entsprechend dort sind einfach andere Faktoren sehr wichtig. Wie halt, sie müssen sprachlich halt auch ein gewisses Niveau haben. Deutsch ist halt bei uns auch immer wieder das Thema. Darum machen wir während dem Schnupper-Event müssen auch einen kleinen Text schreiben, weil wir auch merken, dass Deutsch, dass nicht jeder einfach gut Deutsch schreiben kann. Und ich denke, im KV ist das einfach relevant und wichtig. Der Andreas Billeter, der Gründer, hat im Vorgespräch mir gesagt, Target soll den Rekrutierungsprozess transparenter und attraktiver machen. Willst du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, das hat Target bei euch geschafft? Ich denke schon, weil wie du vorhin gesagt hast, es ist ein Instrument, das niemand kennt im Moment. Also es ist eher innovativ. Und entsprechend die Jugendlichen haben das Feedback gegeben, es ist cool,
dass das mal jemand macht. Sie haben es nicht gekannt. Sie haben noch nie jetzt einen Lehrbetrieb gehabt, der das angeboten hat in dieser Form. Es ist sehr gut angekommen. Es entspricht der Zielgruppe in meinen Augen. Für uns natürlich auch eine Möglichkeit, um etwas anzubieten, wo andere nicht anbieten. Weil wir sind halt nun mal keine Bank, wir sind keine Versicherung, wir sind auch nicht im Detailhandel. Wir haben halt Stahl- und Haustechnikbranche, wo sicher nicht jeder darauf verpicht ist, dass er jetzt in diesem Bereich arbeiten will. Da müssen wir auch ehrlich sein. Und entsprechend setzen wir, unser Zugpferd ist ganz klar der Zusammenhalt. Es ist die Stimmung bei uns, es ist die Kultur, das Familiäre. Und ich finde, das Target hat total gut reingepasst, weil wir suchen ja junge Menschen, die bei uns reinpassen, also menschlich auch reinpassen. Und mit dem Tool oder mit dem Rekrutierungstool haben wir die Möglichkeit bekommen, um das noch ein bisschen mehr abschätzen. Das tut auch sehr gut jetzt von deiner Seite oder von euch als Pestalozzi, als Lehrbetrieb. Mich nimmt noch ein bisschen mehr Wunder im Detail die Jugendlichen, wie sie sich gefühlt haben und auch was die Feedbacks gewesen sind. Was du noch gesagt hast, das ist spannend, sie sind sehr neugierig gewesen. Ich glaube, das ist schon mal eine sehr gute Eigenschaft auch. Aber generell dein Eindruck, würdest du sagen, in dieser Stunde, oder du hast gesagt, die haben noch ein bisschen verlängert, haben sie Spass gehabt, die Jugendlichen? Ihr Feedback war ganz klar gewesen. Sie haben Spass gehabt, sie haben es lässig gefunden, auch mit anderen Leuten zusammenzukommen, das Teamverhalten. Und sie würden es nochmal machen. Also das ist für mich eigentlich ein klares Feedback, dass sie es gut gefunden haben. Für uns war einfach auch wichtig gewesen, dass sie etwas mitnehmen können aus dem Ganzen raus. Darum war dann auch am Anfang die Frage gewesen, Feedback, soll ich es nur bekommen oder sollen das auch die Jugendlichen bekommen? Für mich war klar gewesen, in erster Linie müssen die Jugendlichen bekommen und ich höre zu. Weil ob wir sie nehmen oder nicht, das spielt eigentlich gar keinen Rugel. Schlussendlich sollen sie auch profitieren von dem Ganzen. Und die Feedbacks jetzt von Target sind sehr, sehr positiv. Also sie sind sehr konstruktiv gewesen, in einer positiven Art gewesen. Also ich habe das total lässig gefunden, die Feedbacks, die sie gegeben haben. Sie haben das Feedback zuerst den Jugendlichen gegeben und nachher dir, oder wie ist das abgelaufen? Ich bin dabei gewesen. Ich bin einfach dabei gewesen, ich habe zugelassen, ich habe mir meine Notizen gemacht, habe natürlich auch meine Notizen gehabt, von während der Session selber. Und die haben sich eigentlich sehr deckt mit dem, was dann auch der Arbeitspsychologe ihnen mitteilt hat. Und ich kann mir jetzt vorstellen, es gibt ja eher kommunikativ starke Jugendliche oder da gibt es auch eher introvertierte. Hast du da ein bisschen gespürt, gibt es da einen Nachteil für gewisse Charaktere? Ich denke, Kommunikation vor allem im Teamverhalten ist natürlich sehr wichtig, aber es gibt wirklich auch Schülerinnen, die eher introvertiert sind. Meine Beobachtung war, dass sie dann eher so ein bisschen, die Umsetzerrollen übernommen haben. Sie haben zugelassen, sehr aktiv zugelassen und haben dann umgesetzt. Und dann hat es Leader gegeben, aber die einen haben sich dann auch vielleicht ein bisschen übertan mit den Leadern. Also wir haben dann wirklich dann auch gesehen, dass die verschiedenen Schüler in dieser Rolle zu sehen, ist mega spannend gewesen, weil die einen, die mir das Gefühl hatten, während des Schnupper-Events, sind eher sehr Leader. Die sind dann ein bisschen anders aufgefallen und die eher introvertiert waren, haben plötzlich eine Leaderrolle übernommen. Also ich denke, es gibt uns wirklich die Chance, um sie anders zu erleben als während einem Schnupper-Event. Das heisst, euer Entscheid oder dein Entscheid hat sich auch geändert, jetzt aufgrund von Target? Ja, es hat sich geändert. Also wir haben die Top-Favoriten gehabt und die sind aufgrund von Target dann haben es geändert, effektiv geändert, weil wir gesehen haben, dass im Team arbeiten ist dann ganz anders gewesen, als sich im Schnupper-Event dann darzustellen. Und wir haben wirklich definitiv einen ganz extremen Entscheid müssen umwandeln. Einfach weil ihr konkret die Person dann anders erlebt habt und gemerkt habt, hey, ich suche doch eher weniger jemanden in die Richtung, sondern vielleicht jemand anders vom Typ her. Genau. Also sie hat dann wie in die Konstellation eigentlich nicht mehr reingepasst, wo wir gesucht haben. Und das Schöne war, dass wir effektiv dann die Beobachtungen, die Lehrer, die wirklich bestätigt haben. Und wir eigentlich durch das auch haben können jetzt drei rekrutieren, wo wir das Gefühl haben, sie passen jetzt zu uns rein. Und vor allem, sie giegen auch untereinander. Wie das werden wir dann erst sehen, wenn sie die Lehre machen. Aber im Moment haben wir ein gutes Gefühl, dass das passt. Sehr cool. Apropos Beobachtung, haben sich die Jugendlichen nicht recht beobachtet gefühlt? Ich meine, sie sind in einer Vierergruppe und es sind vier Leute draussen, die zuschauen. Ja, zum Teil waren wir sogar sieben Leute gewesen, weil die dritte Lehrjahr haben wir dann auch noch reingezogen. Sie wollten auch schauen, wie das ist. Sie organisieren ja bei uns eben auch die ganze Rekrutierung. Und von dem her habe ich gefunden, ist es eigentlich schon noch lässig, auch für sie so etwas Neues mitzuerleben. Und das Feedback war am Anfang ja.
ist es ein bisschen komisch gewesen, aber dadurch, dass es nachher unter Zeitdruck gewesen sind und in den Spielmodus reingekommen sind, haben sie es vergessen. Also sie sind, und das haben wir auch so beobachtet, sie sind wirklich voll drin gewesen und ja, untereinander. Sie sind sehr fokussiert gewesen dann im Team. Okay, ich denke, das ist auch wichtig, weil es ja wirklich auch authentisch sollte sein. Aber dann ist das ja sehr schnell auch passiert. Generell glaubst du, also es hilft sicher auch ein bisschen einem Arbeitgeber oder einem Lehrbetrieb so im Bereich Employer Branding, wenn man sagt, hey, man macht das, man ist innovativ. Aber hilft es wirklich auch den Jugendlichen in dem Fall, dass man auch vielleicht sich wirklich als Person kann besser präsentieren, sage ich jetzt, obwohl es eigentlich eher das Unbewusstes präsentieren ist? Also ich denke schon, dass es auch für die Jugendlichen ein Erlebnis ist und eine Erfahrung mehr. Durch die Feedbacks, die sie bekommen, kommen sie automatisch auch etwas Persönliches mit auf den Weg über, das sie dann auch nutzen für weitere Bewerbungsgespräche oder weitere Erlebnisse, die sie werden haben in dieser Berufswelt. Ich denke schon, dass sie auch ihren Nutzen haben und ich denke, Fun ist sowieso ein riesen Aspekt bei den Jugendlichen und entsprechend tun wir das eigentlich alles abdecken. Und eben, wie du gesagt hast, das Feedback von den Jugendlichen war wirklich, dass sie Spass hatten. Ich glaube, das ist auch in dem Bereich mal cool und wichtig. Ja, weil generell der Berufswahlprozess sollte auch ein Stück weit Spass machen, wenn es sicher auch mit zum Teil härter Arbeit verbunden ist. Aber kurz zusammengefasst, Patricia, warum lohnt es sich, Target mal zu testen? Für uns war es wirklich ein innovativer Weg. Im Moment noch ein Ergänzungsmittel, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann uns neue Möglichkeiten gibt. Target ist da sehr offen. Man kann da auch sogar individuell irgendwelche Geschichten erfinden. Also ich denke, man kann wirklich da weitgreifende, vielleicht könnte man eigentlich aus KV, Logistik, Straßentransport, IT kombinieren. Auch wenn wir das eigentlich eher zeitlich staffeln. Aber ich denke, es gibt wie einen neuen Boden, wo man darauf aufbauen kann und Kompetenzen herausfinden kann. Und entsprechend denke ich mal, ist das wirklich etwas ganz, ganz Neues auf Erlebnis, auf Spass, Fun und auch ja, authentisch sein dann schlussendlich. Und das ist ja das, was wir wollen. Ich glaube, das wollen auch sehr viele Lehrbetriebe, Jugendliche, die wirklich passen zu ihnen. Und ja, darum Target kann man auch kostenlos mal testen. Man kann da gerne auf die Target-Website gehen und schauen. Ja, vielleicht noch mein persönlicher Eindruck. Ich glaube, Target kann man als Rekrutierungsinstrument sehr gut einmal nutzen. Es bringt auch ein bisschen frischen Wind in das Ganze. Ich glaube, sicher wichtig, was ich jetzt auch rausgehört habe, man soll sich überlegen, welchen Typ sucht man. Vorher oder nachher sollte man sich das überlegen, weil nur so kann man auch mit dem Ergebnis dann mehr anfangen. Ja, Patricia, vielen Dank für deinen Besuch und für das spannende Gespräch. Danke dir, dass du mich eingeladen hast. Hat Spass gemacht. Das freut mich. Und ich danke euch auch allen fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.